Servus Clubfans, willkommen zurück auf der Club Couch. Heute hat Thailan Duman Platz genommen. Servus Thai. Servus. Dein erstes Mal hier auf der Couch. Ja, mein erstes Mal hier auf der Couch. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Länderspielpause ist endlich rum. Am Sonntag geht's gegen den KSC. Wie hast du die Länderspielpause so wahrgenommen? Ja, wie jede andere Länderspielpause eigentlich auch. Wir trainieren immer relativ hart. Damit wir uns die freien Tage auch verdienen können. Ja, wir haben ein gutes Testspiel gehabt. Wir haben leider 2-0 verloren, aber war ein ganz guter Gegner. Und haben viele wieder 90 Minuten bekommen, die sonst nicht so viel gespielt haben. Und deswegen war das auf jeden Fall eine gelungene Länderspielpause. Mhm. Sonntag geht es dann auswärts gegen den KSC. Wie siehst du die Badener? Ja, ich glaube, haben einen schweren Start gehabt jetzt. Sind 15. in der Tabelle, aber ja, neues Stadion. Gute Fans und ja, gute Einzelspieler auf jeden Fall. Es war immer schwer dort und deswegen wird es ein intensives Spiel, glaube ich. In die genauere Analyse zum KSC ist Club TV gegangen. Den Beitrag dazu gibt's jetzt. Nach dem Testspiel beim VfB Stuttgart ist der Fahrtweg nach Karlsruhe schon mal kein Problem mehr. Die Rollenverteilung ist allerdings eine gänzlich andere. In der aktuellen Zweitligasaison tut sich der KSC phasenweise schwer und wartet seit 3 Spielen auf einen Sieg. Zuletzt gab es ein 2:2 Remis beim Hauptstadtclub. Das Wiedersehen mit Relegationsheld Fabian Schleusener bedeutet auch mögliche Wiedergutmachung. Das letzte Heimspiel gegen den Club gewannen die Badener mit 3:0. Aus den jüngsten 3 Duellen holten sie 7 Punkte. Historisch haben wir mit insgesamt 12 Siegen, davon 6 auswärts, in der zweiten Liga aber die Nase vor. Insgesamt spricht die Bilanz ebenfalls für die Rot-Schwarzen. In der Tabelle belegen die Hausherren vor dem Spieltag Platz 15 mit 13 Zählern. Unser Club grüßt aus dem 21-Punkte-Pulk im Mittelfeld von Platz 8. Wir freuen uns auf euch im Wildpark. So, das war's jetzt zum Karlsruher SC. Und jetzt kommen wir zu euren Insta-Fragen. Ihr habt fleißig Fragen reingeschickt. Wir fangen mal an mit einem ehemaligen Mitspieler von dir, Fabian Nürnberger. Der hat gefragt, lieber Urlaub mit den Jungs oder Urlaub mit der Freundin? Boah. ist beides schön. Ich würde sagen, dass ich Urlaub mit der Freundin jetzt mehr bevorzugen würde. Okay. Gab es da aber irgendeinen Anlass für die Frage, oder? Ja, ich war schon öfter mit ihm im Urlaub und ich glaube, das war immer ganz lustig. Und ja, der Fabi liebt es ja auch zu sticheln, deswegen ich hoffe, Darmstadt macht auch mal sowas und dann kommt das zurück. Okay, okay. Aber die Frage kam tatsächlich auch häufig, ob du Single bist. Ob ich Single bin? Ja. Nein, ich bin kein Single. Ich bin vergeben. Ja, mehr muss ich dazu, glaube ich, auch nicht. Nee, genau. Ja. Aber du hast auf jeden Fall jetzt einige Mädchenherzen gebrochen, wenn ich das richtig gesehen habe. Moritz fragt, warum du Bellingham folgst und er dir zurückfolgt, ob ihr befreundet seid. Befreundet sind wir nicht, aber ich habe jetzt ein Jahr bei Dortmund oben trainiert. Ich war dort, wo er hochgekommen ist. Wir haben 1-2 Testspiele zusammen gemacht und hatten eine lustige Zeit im Trainingslager. Ja, großen Weg, den er gegangen ist, super Spieler, aber das ist eigentlich der einzige Grund. Also er hat mir mein erstes Tor vorgelegt in Dortmund bei den Profis und ja, mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht zu sehen. Mhm. Aber wie ist er so menschlich neben dem Platz? Ja, er ist eben relativ jung, also er ist, ich glaube, von 2-3, wenn ich mich nicht täusche. Da haben wir schon andere Interessen gehabt, geht schon ein bisschen auseinander, aber ja. Cooler Typ, lustiger Typ und am Anfang echt humble gewesen, echt auf dem Boden geblieben. Die nächste Frage ist von Olli, Lil Baby oder Drake? Lil Baby. Ja, ich fühle die Songs mehr von ihm, höre viel von ihm, aber ich höre auch Drake. Also für mich ist Lil Baby, aber ich verstehe auch, dass man Drake sehr mag. Mhm. Lieblingssong? Boah, da musst du aber lange überlegen. Ja, gibt viele, aber Emotionally Scared, glaube ich. Das ist so ein bisschen ruhigerer Song und so, deswegen, das ist mein Lieblingssong. Was waren denn die schönsten Länder, die du bereist hast, fragt Lina.
Die schönsten Länder, die ich bereist habe. Ich glaube Los Angeles, also die USA. Viele Eindrücke und sonst würde ich sagen Kuba. Ja, das fand ich auch ganz, ganz cool und viele Sachen, die man dort erlebt hat und ja, schönes Land. Was hast du in Kuba gemacht? Urlaub. Ich war als Kind 2 Wochen dort, glaube ich. War in der Hauptstadt in Havanna. Ist einfach ja, viel Geschichte, auch viel Geschichte gewesen früher und ja, für mich einfach ein cooles Land und verbinde ich viel mit. Mohammed fragt noch nach deinem Lieblingsverein in der Türkei, also im Endeffekt Gala oder Ferne? Gala, immer Gala gewesen und super Mannschaft und ja, Fan von Gala. Okay, wie sehr verfolgst du die türkische Liga? Ich muss sagen, die Champions League viel. Die Liga schaue ich mir die Ergebnisse an und die Highlights, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Spiele live schaue. Dafür bin ich zu weit weg. Aber ja, die jetzige Mannschaft gefällt mir echt sehr und da spielen auch jemand, also 1-2 Leute, die ich kenne, mit denen ich zusammengespielt habe, deswegen Gala. Wen kennst du? Kaan Ayhan, mit denen habe ich in Düsseldorf zusammengespielt, Kerem Demirbay, auch in Düsseldorf und ja, gute Typen und ja, freut mich, dass sie den Weg so gegangen sind und es macht immer Spaß, Leuten zuzuschauen, mit denen man früher selber gekickt hat oder mit denen man unterwegs war. Habt ihr noch Kontakt? Mit Kaan ja, ab und an, mit Kerem nicht so viel. Ich glaube, er war viel in Deutschland auch unterwegs und da war ich auch relativ jung, aber mit Kaan ja. Mhm, cool. Letzte Frage von Instagram. Wie gehst du mit Kritik um? Also ich muss sagen, ich lese es mir durch oder ich bekomme es ab und an mit. Wie ich damit umgehe, es gibt ja auch positive Kritik. Ja, die freut mich natürlich. Negative nehme ich mir teilweise auch zu Herzen. Nur heutzutage, was im Internet geschrieben wird, das sollte man einfach ja, nicht so nah an sich rankommen lassen. Deswegen, ja, ich lese es mir durch, aber manche Sachen beachte ich und manche nicht, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber gerade nach so einem Spiel, wo du vielleicht auch selbst denkst, ja, war jetzt vielleicht nicht meine beste Partie, liest du dir da die Nachrichten durch, irgendwie die DMs, oder schaust du da, dass du gar nicht groß auf Social Media gehst? Da bin ich eigentlich nicht so sehr auf Social Media. Ich bin echt sehr selbstkritisch mit mir selber und weiß auch, wann ich gut gespielt habe und wann nicht und sehe echt oft die nicht so guten Sachen. Aber ja, da bei Social Media ist es schwierig, da schaue ich es mir nicht so gern an. Mhm, verstehe ich auf jeden Fall. Okay, vielen Dank, Tai. Wir machen jetzt weiter mit dem Spiel mit 19 Sekunden. So, Thema Nummer 1. Nenne alle Nationen aus den Top 20 der FIFA-Weltrangliste. Dann go. Belgien, Argentinien, Frankreich, Brasilien, Kroatien, Spanien, Italien, glaube ich nicht. Was ist noch dabei? Uruguay vielleicht. Wie viel waren es? Und waren die richtig? Echt? Boah, Wahnsinn. Okay. Sind die dabei? Ja, wie? Nach den Leistungen dachte ich echt nicht. Nenne alle Clubtorschützen der aktuellen Saison. Jan, Benny, Schleimi, Jumbo, Tim, ich, Duffy, Amo, Daichi, Kanji. Mats, glaube ich nicht. Ja. Flo. Hey, voll gut. Okay, letztes Thema. Länder in Afrika. Südafrika, Kamerun, Ghana, Elfenbeinküste, Namibia, Kenia, Marokko, Tunesien, Ägypten. Was habe ich denn noch? Madagaskar und so ist nicht Afrika, oder? Ja, scheiße. Ey, hundertprozentig hat irgendjemand von euch ihm die Fragen gesagt. Nein, ich schwöre. Okay. Erdkunde bin ich gut, aber... Das ist so schwer. Ja.
Glückwunsch, Tai. Danke. Gute Leistung. So, wir freuen uns jetzt auf Sonntag. Endlich wieder geht's in der Liga weiter gegen den KSC. 13:30 ist Anpfiff. 9 Uhr geht's in der App wie immer los und eine Viertelstunde vor Anpfiff im Fanradio. Wir freuen uns drauf auf die 3 Punkte. Danke, Tai, für deinen Besuch. Gerne, gerne. Servus.